In meinem nächsten Review möchte ich einen weiteren Low-Budget-Beamer testen. Im vorangegangenen habe ich den Beamer von der Firma DRQ getestet, im Preissegment von 79 Euro. Das habe ich jetzt um etwa knapp 100 Euro erweitert und möchte jetzt für um die 170 Euro den Beamer von der Firma Artly testen. Was mir hier direkt schon mal auffällt, wenn ich den mit dem DRQ vergleiche, ist die Bauweise. Also dieser Beamer hier ist schon mal wesentlich größer und sieht eher aus wie ein Beamer, wie man sich so vorstellt. Auch von der Gewicht her ist er deutlich schwerer, was mir persönlich eigentlich gut gefällt. Also ich hatte beim Auspacken schon einen besseren Eindruck als bei dem von DRQ. Was die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten betrifft, so sind sie doch beide sehr ähnlich. Wir haben einmal VGA, dann haben wir zwei HDMI, dann haben wir einen USB und einen 5 Volt Out. Heißt also, wir können hier zum Beispiel unseren Fire TV Stick anschließen und direkt auch laden, sodass wir da nicht extra noch ein Kabel für brauchen. AV haben wir, die Möglichkeit, eine SD-Karte einzuführen, allerdings hier eine Micro-SD-Karte und natürlich einen Kopfhöreranschluss sowie einen Ein- und Ausschalter. Das wäre es von den Anschlussmöglichkeiten, gibt es hier erstmal nichts weiteres zu sagen. Dann haben wir hier natürlich vorne die Linse. Wir haben hier oben noch ein paar Knöpfe, um hier beispielsweise ins Menü zu gehen, dann die Quelle auszuwählen, das kann man dann hier auch mit diesem Cursor eben auch tun, zurück und ein- und ausschalten. Dann haben wir hier oben das Rad zum die Schärfe einstellen, sowie die Trapezkorrektur, das ist das hintere Rad. Was wir hier nicht haben, ist, dass wir das Ganze irgendwie zoomen können. Das heißt, also, wir müssen den Beamer am adäquaten Platz auch platzieren, damit nachher eben das Ganze hier eben auch auf die Leinwand passt. Hier habe ich keinen Spielraum. Was ebenfalls gut ist, ist die Fernbedienung. Die ist schön verarbeitet und liegt gut in der Hand. Sie sieht auch, ich meine, gleich aus wie die der Firma DRQ. Sind beide sehr gut. Was mir wesentlich positiver auffällt als bei dem DRQ hier bei diesem Artly ist nämlich die Lautstärke. Wir haben hier auch ein Lüftergeräusch, wie man hören kann, aber das ist wesentlich erträglicher als beim DRQ. Also wirklich, das stört jetzt nicht weiter, wenn da der Ton an ist, finde ich das sehr gut. Ein weiterer Vorteil zum DRQ ist hier, wir haben hier einen echten Stereo-Sound. Wir haben hier auf dieser Seite einen Lautsprecher und wir haben auf der anderen Seite ebenfalls einen Lautsprecher. Und auch das Klangbild ist wesentlich schöner als im DRQ. Ebenfalls positiv aufgefallen ist die Auflösung. Die ist definitiv besser als beim DRQ. Auch die Farben, ich glaube mit 3400 Lumen. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht, kann ich nicht nachprüfen. Es ist definitiv heller als beim DRQ, das mit Sicherheit. Ob es 3400 Lumen sind, kann ich nicht beurteilen. Aber was ich beurteilen kann, ist die Bildschärfe und die ist definitiv deutlich besser. Also wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen den Film anschauen, ist der absolut scharf im Vergleich zum DRQ. Ich habe hierzu extra auch denselben Film, damit man wirklich auch den Vergleich nachher sieht. Also ich spule jetzt hier mal so ein bisschen durch und wir schauen uns hier mal so ein paar Szenen an. Hier zum Beispiel eben den Vulkan, den hatte ich in meinem anderen eben auch, in meinem anderen Video. Und es sieht einfach besser aus. Also natürlich ist es nicht gestochen scharf, es ist auch kein Full HD. Man angeblich 720 Bildpunkte hier und man sieht es. Also es ist definitiv wesentlich schärfer als beim DRQ. Es ist auch angenehm zum Schauen. Wenn man jetzt die entsprechende Entfernung eben auch hat, ist das, kann man das gut anschauen, muss man sagen. Und auch wenn man das Klangbild eben sich anhört, es klingt wirklich Stereo. Also wir haben hier links wie rechts und auch dieses Bild hier möchte ich mal kurz zeigen. Hier sieht man jetzt, dass es Zebras sind und eben nicht nur irgendwelche Pferde. Also Bildschärfe hier verglichen zum DRQ, könnt gerne auch mein anderes Video dazu anschauen. Das sind Welten. Also wenn man sich einen Low-Budget-Beamer kauft, dann investiert auf jeden Fall diese 100 Euro mehr, lieber 179 zu meinem jetzigen Test, und schaut euch das Ganze an. Dann möchte ich noch kurz auf die Menüführung eingehen.
Die ist auch ähnlich, also funktioniert relativ gut. Man hat hier das Menü, man kann hier ein paar Sachen einstellen, zum Bild, zum Ton, Werkseinstellung, Sprache, Deutsch und so weiter und so fort. Ist aber wirklich gut zu bedienen, intuitiv. Lüfter ist leise, ziemlich leise, finde ich. Zumindest angenehm von der Lautstärke, nicht störend. Beim anderen war es störend. Bildqualität wesentlich besser, wesentlich heller. Alle Anschlussmöglichkeiten, Verarbeitung fühlt sich gut an. Natürlich nicht zu vergleichen mit einem Acer oder ähnlichen Produkt, weil die einfach auch 300, 400, 500 Euro aufwärts kosten. Aber für 179 Euro, also das wäre jetzt ein Beamer, wo ich sage, den kann man kaufen. Hier stimmt Preis-Leistung, hier stimmt der Lieferumfang, HDMI-Kabel und noch ein paar andere Sachen sind mit dabei. Ja, würde ich empfehlen. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn hilfreich eurerseits. Und schaut euch gerne meine weiteren Reviews, insbesondere auch meine Beamer-Reviews an, falls ihr hier vorhabt, euch was Entsprechendes anzuschaffen. Danke, bis bald.